Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steps to One. Und dieses Mal sprechen wir über Gottes Barmherzigkeit finden mit dem Jack zusammen. Hallo Jack, schön, dass du da bist. Grüß dich, Lara. Freue mich, dass ich hier sein kann. Jack, du bist Jugendabteilungsleiter in Bayern. Und bevor wir uns inhaltlich ein bisschen unterhalten, würde ich gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Und dazu habe ich mir ein kleines Fragenduell überlegt. Das heißt, du redest jetzt einfach schön von der Seele weg, aus dem Bauch heraus, ganz spontan. Dann haben wir dich alle ein bisschen besser kennengelernt. Schauen wir mal. Pizza Hawaii gehört verboten oder auf verboten. Jede Speise? Okay, alles klar. Wo hast du deine Frau kennengelernt? In der Schule. Meine schönste Geburtstagsparty war... Ich bin Geburtstagsmuffel. Ah, okay, alles klar. Ich muss das kurz verarbeiten. Dein Geheimrezept gegen schlechte Laune? Ah, gute Musik, etwas, was aufbaut und nicht vergessen, wie gut es uns eigentlich geht. Mhm. Dein größtes unterschätztes Talent? Größtes unterschätztes Talent? Vielleicht Photoshop oder sowas. Mhm. Photoshop, okay. Mhm. Ja, guck mal an. Du hast... Jetzt in diesem Moment einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Ein richtig tolles Mittagessen, weil ich heute nicht gefrühstückt habe. Hat schon mal jemand zu dir gesagt, du würdest einer berühmten Person ähnlich sehen? Also tatsächlich hatte ich mal gehört, dass ich aussehe wie Jack Jack das Baby von The Incredibles. Stimmt! Das stimmt. Okay, ja cool. Sehr gut. Jack, ganz, ganz lieben Dank. Das war unser kleines Fragenduell. Du hast dich sehr gut geschlagen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir inhaltlich ein bisschen rein. Mhm. Thema Barmherzigkeit. Das Wort. Würdest du sagen, dass das außerhalb vom christlichen Kontext überhaupt benutzt wird? Ich glaube nicht wirklich. Also Barmherzigkeit, schon allein diese Silbe Barm, kommt eigentlich sonst nirgendwo mit drin vor. Das gibt es nur bei Erbarmen, Barmherzigkeit. Mhm. Das ist schon ein besonderes Wort und Wörter, die sehr nahe dran sind, wären noch Gnade oder Erbarmen eben. Mhm. Aber alle diese Wörter, mal abgesehen von Gnade, sind doch stärker im christlichen Kontext wahrscheinlich verständlich. Mhm, Habe ich mir nämlich auch gedacht, deshalb bin ich froh, dass dieses Kapitel noch einen anderen Titel trägt, durch Gott frei sein. Mhm. Wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, frage ich mich, warum geht es vielen Menschen so, dass sie Gott gar nicht mit Freiheit verbinden, sondern eigentlich vielmehr mit Einschränkungen? Ja, weil sie hinter Gott jemanden vermuten, der immer nur sagt, du darfst nicht, du sollst nicht. Und was man alles nicht macht und nicht das, was er bringt und was, wofür das steht. Dass Verbote eigentlich eine Freiheit markieren, in dem Moment, wo du sie überschreitest, begibst du dich in eine gewisse Abhängigkeit oder zumindest in etwas Selbstzerstörendes. Also ich glaube nicht, dass Gott irgendetwas sagt, du sollst es nicht tun, wenn es gut für dich oder andere wäre. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich fühle mich aber total eingeengt, was sagst du dem dann? Dann hat er ein Gottesbild, was schwierig ist. Ich meine, natürlich ist das verständlich, dass wir alle Phasen in unserem Leben haben, wo wir auch mal ganz bewusst Dinge machen wollen, die jetzt nicht unbedingt angesehen sind oder vielleicht auch Dinge machen wollen, die verboten sind. Also ich erinnere mich da eine ganze Menge Sachen. Aber es ist doch auch so, dass man später schon auch ein Bewusstsein dafür hat, ist das zielführend, ist das konstruktiv oder geht dort eher was kaputt oder ist es vielleicht auch gefährlich? Insofern ist zwar verständlich, dass es manchmal sich einschränkend anfühlt, aber objektiv gesehen würde ich das nicht so beurteilen. Okay. Wir sind nicht im Gefängnis, aber trotzdem fühlen wir uns ganz oft nicht frei. Was würdest du sagen, was sind so Themen, die uns heute gefangen nehmen oder Dinge? Also da gibt es ganz viel. Das ist ja auch schon das rein soziale Miteinander. Was wird erwarten? Wie soll ich mich nach außen präsentieren? Darf ich wirklich so sein, wie ich mich fühle? Traue ich dir das zu, dass du damit klarkommst, wenn ich einfach so bin, wie ich bin? Und da gibt es ganz viele Sachen, die so Konventionen sind, zwischenmenschlich, die dann nochmal aufgeladen werden können durch zum Beispiel einen christlichen Kontext oder bestimmte Erwartungen oder Herkunft, Familie oder vielleicht auch Gesellschaftsschicht, in der du dich bewegst und ähnlichen Dingen. Und dann ist man schon auf einmal in einem Minenfeld, wo man das Gefühl hat, frei sein geht vielleicht gar nicht. Wenn du so an dein eigenes frei oder unfrei sein denkst, kannst du da so Beispiele nennen? Ja, also frei sein hat bei mir tatsächlich... ist ein sehr starkes Bedürfnis bei mir. Ich liebe zum Beispiel Rennradfahren und wenn ich das Gefühl habe, es wird mir alles zu eng,
dann steige ich auf mein Fahrrad und dann geht's ab und ich habe das richtige Gefühl, dann bläst so der Wind mein Oberstübchen mal wieder frei, okay. Was richtig gut tut. Mhm. Und natürlich ist man auch nicht, kenne ich auch gefangen sein. Also zum Beispiel ist es ein Rollenbild, was ich ausübe. Ich bin Pastor, mhm. und dafür muss ich manchmal auch für bestimmte Dinge gerade stehen oder bestimmte Vorstellungen, die andere für sich so als ganz zentral ansehen, kann ich auch nicht einfach vom Tisch wischen oder so etwas. Und da merkt man dann schon auch manchmal, dass man auch nicht immer die Freiheit hat, so zu sein, wie man ist, weil man in manchen Beziehungen auch eine funktionale Rolle innehat. Das heißt, so ganz frei können wir einfach gar nicht sein, weil es immer irgendetwas gibt, was uns doch dann irgendwo einschränkt, limitiert, uns was vorgibt? Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, wir können schon, aber es wäre wahrscheinlich ziemlich lustig, was dabei rumkäme. Ich glaube, wir halten uns da selber dran. Manche Dinge sind uns vielleicht auch einfach unangenehm. Dann ist man schon da nicht frei, weil man es vielleicht selber gar nicht will. Also man hat ja auch Begrenzungen, die man in sich selbst spürt und die jetzt gar nicht von außen kommen. Mhm. Insofern tatsächlich ganz frei, glaube ich, sind wir nie. Okay. Stell dir vor, du bekommst von Gott jetzt ein Ticket und der sagt, du kannst dich jetzt von einer Sache befreien. Was wäre denn das? Das ist ein gutes Ticket. Das ist viel wert. Ich glaube, es wäre überall dort, wo ich meine, dass Abkürzungen zu Bedürfnissen wirklich zum Ziel führen. Also ich liebe zum Beispiel Kinderriegel und ich kann davon überhaupt gar nicht genug kriegen. Ja, und tatsächlich, wenn ich da erstmal so ein paar reinschiebe, habe ich so ein bisschen das Gefühl von, okay, es geht mir gut und ich bin happy oder sowas. Ja. Okay. Dass das nicht immer ganz zielführend ist, ist mir aber auch bewusst und insofern überall dort, wo kommt wir... Kommt auf das Ziel an. Ja, genau. Aber zumindest, wenn ich das immer mache, dann ist das, fühle ich mich auch selber irgendwann nicht mehr wohl. Ne? Und insofern ist vielleicht auch ja so eine glücklich sein abhängig von der stofflichen Sache oder sowas, ist keine gute Sache. Da finde ich, da würde ich gerne so eine Freikarte bekommen. Mhm. Okay, cool. Jack, ganz, ganz lieben Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da auch der ein oder andere Impuls dabei gewesen ist, über den man jetzt nochmal sprechen könnte. Mhm. Und deshalb würde ich jetzt gerne einmal an die Kleingruppe noch eine Frage stellen. Denn wir haben ja jetzt einen bisschen anderen Titel als sonst. Wir haben heute Gottes Barmherzigkeit finden. Und über dieses Wort finden könnt ihr ein bisschen sprechen. Denn die Frage ist, warum muss Gottes Barmherzigkeit überhaupt gefunden werden? Habt ein gutes Gespräch und danach sehen wir uns zum Impuls vom Jack nochmal wieder. Es gibt einen Propheten in der Bibel namens Jona, der weiß genau, wie Gott ist. Was wir von einem Propheten, Sprachrohr, Bote Gottes, ja irgendwo auch erwarten würden. Und er sagt in Jona Kapitel 4, Vers 2, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist. Doch leider weiß er so rein gar nichts damit anzufangen, weil er nicht weiß, dass Gott zuallererst immer ihm selbst gegenüber gnädig und barmherzig ist. Deswegen verwehrt er diese Eigenschaften einem fremden Volk, zu dem er gesandt wird. Er hat also Gottes Barmherzigkeit im eigenen Leben nicht gefunden. Oder überhaupt gar nicht erst danach gesucht. Obwohl die Barmherzigkeit eine der zentralen Eigenschaften Gottes ist, würden doch viele von uns erst einmal überlegen müssen, was sie konkret bedeutet. Wir geben das zugrunde liegende hebräische Wort meist mit Gnade, Barmherzigkeit oder Erbarmen wieder. Also die unverdiente, freundliche Zuwendung Gottes zum Menschen und das Ausbleiben einer eigentlich berechtigten Strafe. Mit anderen Worten, wenn wir bekämen, was wir verdient hätten, würde es uns vermutlich oft nicht so gut gehen. Denken wir an unsere kleinen Lügen, mit denen wir versuchen, sozialverträglich zu bleiben. Betrügereien, unser Egoismus, der uns ständig an erste Stelle setzt. Unsere Nachlässigkeit gegenüber Bedürfnissen anderer. Unsere Habgier, die uns immer wieder vorgaukelt, nach der nächsten Anschaffung sind wir glücklicher. Und wir könnten hier noch lange weitersprechen. Erst gestern habe ich greifbar im eigenen Leben erfahren können, was Barmherzigkeit bedeutet.
Ich hatte ein richtig gutes Gespräch mit einer Kollegin, mit der ich auch im Sommer einen Roadtrip mit Jugendlichen durch Skandinavien gemacht habe. Und sie nahm sich ein Herz, um mir etwas zu sagen und etwas aus dem Weg zu räumen, das seitdem zwischen uns stand, ohne dass ich davon überhaupt wusste. Wir waren eben auf diesem Roadtrip und ich hatte in dem Moment eine super Zeit mit den Jugendlichen. Meine Kollegin achtete jedoch darauf, dass wir in Sachen Organisation, Programmplanung und all diesen Dingen nicht allzu sehr ins Hintertreffen gerieten und rief mich zur Ordnung. Und ich habe sie Spielverderberin genannt. Während ich also in dem Moment feierte, bekam sie von mir eine Rolle, obwohl sie doch das Wohl der ganzen Gruppe im Auge hatte. Ich verhielt mich nach ihren Angaben in dem Moment wie ein Körperteil, auf dem wir alle sitzen. Wisst ihr, ich kann mich an das Wort Spielverderberin gar nicht mehr wirklich erinnern. Und auch die Situation habe ich nicht mehr vor Augen. Aber eines weiß ich. Solche Sachen und solche schnellen Worte traue ich mir voll zu. Wahrscheinlich habe ich gedacht, es ist nur lustig gemeint und doch nicht so ernst. Aber die Tatsache, dass es sich gestern noch im Bewusstsein von meiner Kollegin befand, zeigt mir, dass es definitiv nicht so bei ihr angekommen ist. Es stand noch zwischen uns, obwohl wir uns super verstehen und echt gerne zusammenarbeiten. Als sie dann sah, wie bedröppelt ich da saß und hörte, dass es mir leid tut, fiel die Begebenheit komplett von uns ab. Sie sagte kurz darauf sogar, dass sie mich lieb hat und ich wusste, neben meiner Verlegenheit, das steht nicht mehr zwischen uns und kann komplett in Vergessenheit geraten. In meiner Geschichte war ich der Hilfebedürfende, ohne es zu wissen. Ich hatte etwas verpatzt und das war jetzt wie weggewischt. Für uns beide. Und auch für Gott. Und mit Gott können wir täglich ähnliche Erfahrungen machen. Auch wenn wir etwas nicht wollen oder nicht beabsichtigt haben. Sein Ziel ist nicht, dass wir uns schlecht fühlen, sondern dass etwas weggenommen werden kann. Schuld nicht zugerechnet wird. Wir können reinen Tisch mit ihm machen. Ich wünsche uns allen, dass wenn wir von der Barmherzigkeit Gottes hören oder lesen, dass wir nicht nur wissen, was dieses Wort meint, sondern auch verstehen, wofür es gut ist. Denn dann finden wir einen Schatz in Gott, einen Freund, der Schuld nicht zurechnet, denn er ist tatsächlich gnädig, barmherzig, demütig und voll großer Güte. Hey, ich hoffe, ihr habt wieder richtig schöne Gespräche gehabt und seid auch genauso gespannt wie ich auf die nächste Episode. Da spreche ich nämlich zusammen mit dem Andi über das Thema Gott dienen. Seid auf jeden Fall mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao!